Sind 30.000 Euro BWL-Master an europäischer Target School wert, deiner Meinung nach? Kommt ein bisschen drauf an, was du machen willst. Wenn du dann nur an die Jobs kommst über diese Target-Uni, dann rentiert sich natürlich. Also an den Job, den du willst. Lohnt sich eine Ausbildung zum normalen Bankberater? Uff, ja, ob sich das heute noch lohnt? Gute Frage. Guck doch, dass du es mit dem Studium kombiniert kriegst. Was ist der Unterschied zwischen vollständiger, optimierter und synthetischer Nachbildung? Also, vollständige Replikation heißt, der ETF kauft alle Aktien, die auch im Index enthalten sind. Optimiertes Sampling ist auch eine Art der physischen Replikation. Da werden aber nicht alle gekauft, sondern nur ein repräsentatives Sample. Nur die Aktien, die Entwicklung am besten quasi abbilden. Es werden also nicht alle gekauft, das hat Kostengründe in der Regel. Und eine synthetische Nachbildung bedeutet, dass ein Swap-Geschäft gemacht wird. Das heißt, dass du die Rendite von einem Swap-Partner bekommst und ihm dafür im Gegenzug die Rendite von einem Trägerportfolio gibst. Da haben wir schon einige Videos zu gemacht. Schau dir das gerne mal an. Ich weiß jetzt nicht genau welches, aber es gibt ein paar. Lieber Sohn, ich möchte meinen Freibetrag nutzen und habe mir dafür den Eurostoxx Quality Dividend 1D, den ich nun neben dem 70-30 bespare. Wie findest du das? Ja, es hat ein bisschen schwieriges Steuerungsinstrument, weil du nicht weißt, wie viel Dividende jährlich ausgeschüttet wird. Ja? Genau, also am besten, wenn du einen Freibetrag optimieren willst, geht übrigens auch per Teilverkäufer. Also, dass du am Ende des Jahres, ich war zum Beispiel am 31. Dezember morgens bei einem Freund frühstücken und der hat mich dann auch so zum Thema ETFs und Steuern befragt. Und dann habe ich ihm gesagt, ja, verkauf doch jetzt noch und realisiere 800 Euro Kursgewinn. Dann hast du da deinen Freistellungsauftrag schon mal komplett ausgeschöpft und dann kannst du einfach im nächsten Jahr wieder kaufen. Und somit hast du das direkt darüber gesteuert. Also du musst keinen ausschüttenden ETF nur dafür machen. Was genau sind Holdings? Und warum investieren Aktienfonds in Holdings? Eine Holding hat im Endeffekt keine feste Definition. Also eine Holding ist einfach nur eine Firma, in Anführungszeichen, ja, die Anteile hält. Also im Endeffekt ist es quasi so, deren einzige Aufgabe ist es quasi Anteile von anderen, von operativen Unternehmen zu halten und zu verwalten. That's it. Also in der Regel, wenn du Großkonzerne hast, ist jede Sparte ist ein eigenes Unternehmen und das wird dann quasi durch die Holding gesteuert. Also die Holding ist quasi das, was oben drüber steht. That's it. In der Regel haben Holdings eigentlich nur so eine verwaltende Funktion und keine operative. Das heißt, die verkaufen nichts und verdienen kein Geld. Ja. Wie viel bekomme ich für einen Buchverkauf wie bei Thalia? 70-30? Ja, geil wär's. Du musst mal ein bisschen googeln, was Autorenhonorare sind. Aber 30% kriegst du nicht. Wenn du einen normalen Verlagsdeal hast, auf gar keinen Fall. 30%, vielleicht sogar ein bisschen mehr, bekommst du, wenn du es selbst produzierst über Amazon, also über diese Amazon-Print-Sache. Aber auf keinen Fall. Ja. Es ist von Buchkategorie zu Buchkategorie auch unterschiedlich. Das hier ist jetzt ein Taschenbuchformat. Das ist so das günstigste. Aber das war uns auch wichtig gewesen, dass wir ein Format haben, was günstig ist und damit für viele Leute, wie nennt man das auf Deutsch, affordable, also dass es sich viele Leute leisten können. Dementsprechend verdienen wir dann auch weniger als Autoren, ist klar. Ne? Wenn wir so ein Hardcover oder so, oder zum Beispiel so ein Gerd-Komma-Buch, was 32 Euro kostet, das ist ein Paperback, da kann er sehr wahrscheinlich mehr bekommen. Ja. Alleine schon, weil der Grundpreis höher ist, du wirst prozentual bezahlt. Wieso hast du es nicht selbst verlegt? Das ist eine gute Frage und das ist auch eine Frage, mit der wir uns intensiv beschäftigt haben, Mona und ich. Du hast im Endeffekt hast du zwei Wege. Das eine ist, du machst ein Self-Publishing. Das bedeutet, du lässt es irgendwie auf Amazon drucken oder kümmerst dich selbst drum oder suchst dir einen ganz kleinen Verlag, die dir einfach nur die Druckkosten und so weiter. Vorteil von diesem Ding ist, dass du natürlich viel mehr verdienst. Du kriegst pro Stück, verdienst du viel mehr. So ist es ja zum Beispiel beim Buch von Kolja Barkhorn. Kolja Barkhorn hat das zusammen mit Lars Wrobbel gemacht. Lars Wrobbel hat mit ziemlich vielen Finanzmenschen und auch nicht Finanzmenschen gemeinsam Bücher geschrieben, die auf Amazon vertrieben. Brauchen wir nicht drüber reden, verdienst du viel, viel mehr Geld. Wenn du die Reichweite hast, also mein Vater zum Beispiel hat auch ein paar Bücher geschrieben, ohne dass er eine Reichweite hat, hat die auf Amazon gepublished. Genau, wenn du keine Reichweite hast, werden die auch nicht gekauft, die sind aber Print on Demand. Ja, das heißt, die werden dann auch nur gedruckt, wenn was kommt. Auf der anderen Seite, wenn du mit einem Verlag arbeitest, hast du auch wieder Vor- und Nachteile. Größter Nachteil ist natürlich, du verdienst viel weniger. Das ist klar. Vorteil ist aber, dass du in Distributionskanäle, also in Verkaufskanäle reinkommst, in die du sonst nicht reinkommst. Bestes Beispiel, hier unser Thalia-Bild. Ja. In Thalia kommst du sehr schwer nur rein. Oder andere Buchläden, ja, auch kleinere Buchläden und so weiter, kommst du kaum rein mit Self-Publishing. Da musst du erstmal richtig, richtig viel verkauft haben und so weiter. Und dann brauchst du trotzdem so einen Mini-Verlag. Ich glaube, Albert, der Finanzvisier, hat Self-Publishing gemacht mit einem sehr kleinen Verlag, der ihm dann aber auch gelistet hat und dann können das gekauft werden über Thalia und Co. Also das ist der Vorteil, du kommst in diese Vertriebskanäle rein,
Beispielsweise auch für Bestsellerlisten werden nur Bücher berücksichtigt, die über einen Verlag gegangen sind, nicht im Self-Publishing. Warum haben wir uns für einen Verlag schlussendlich entschieden? Weil es für uns eine Möglichkeit ist, unsere Reichweite nochmal zu erhöhen, nochmal viel, viel mehr Menschen auf das Thema Finanzen aufmerksam zu machen, als nur die digitale Welt. Also ich glaube, in der digitalen Welt, also auf YouTube, Instagram und was es sonst so gibt, sind wir relativ bekannt. Ja, viele Leute, die an irgendeiner Art und Weise mal einen Berührungspunkt mit Finanzen haben wollen oder hatten, die kennen uns oder haben, da ist eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die auf uns stoßen. Aber die Leute, die kaum online unterwegs sind oder überhaupt nicht irgendwie in der Finanzbubble, für die wollten wir dann in einem Buchladen liegen, dass die mal über das Thema Finanzen stolpern und sich mit der Thematik mal beschäftigen. Daraus folgte dann auch die logische Schlussfolgerung, dass wir das Buchformat wählen, was am günstigsten ist. Und das war dann das Taschenbuch und deswegen kommen wir darauf zurück, wie viel das Ganze kostet, nämlich nur die 12 Euro. Ja, wir haben es so weit angesetzt, also wir haben uns dann mit dem Verlag geeinigt, klar, die wollen Geld verdienen, wir wollen auch Geld damit verdienen, wir verkaufen es nicht zu Produktionskosten oder so, das wird auch, glaube ich, kein Verlag machen wollen, aber günstig, ja, es ist sehr günstig. Wie sieht es bei digitaler Version versus Taschenbuch aus? Taschenbuch ist natürlich günstiger, glaube ich, kostet nur 9 Euro oder so, die digitale Version, aber ich brauche physisches Buch, ja. Bringt es einen Mehrwert oder ist es das Blabla, was alle schreiben? Naja, gut, da fragst du eine befangene Person. Also ich würde jetzt nicht behaupten, dass wir Blabla geschrieben haben. Von daher, ich denke schon, dass es einen Mehrwert hat. Ja. Warum der provokante Titel? Ja, es ist Clickbait. Also wir haben das Buchcover so verstanden wie ein YouTube-Thumbnail. Uns ist schon klar, dass das unterschiedliche Dinge sind. Und trotzdem haben wir es gemacht. Trotzdem haben wir gesagt, wir machen Clickbait wie auf einem YouTube-Thumbnail. Und fertig. So ist es halt. Und ich glaube, die meisten Menschen kommen damit klar. Einige Buchautoren haben uns gesagt, einige Finanzbuchautoren haben uns gesagt, ja, aber mein Buch ist auch cool. Habe ich zum Beispiel mit Christian Röhl, der hat mir das gesagt, so mit einem Augenzwinkern, so nach dem Motto, natürlich stimme ich mit eurem Titel nicht überein, aber Glückwunsch zum Buch. Natürlich nicht. Also ihr dürft natürlich auch andere Bücher lesen, ihr sollt sogar andere Bücher lesen, ja. Aber dieses Buch ist eigentlich eher so zu verstehen nach dem Motto, wir haben es uns deswegen dafür entschieden, das in die große Distribution zu bringen, dass Leute darauf stoßen, die noch keine Berührungspunkte damit haben. Und denen wollten wir halt ein Buch in die Hand drücken, wo sie sich mit dem Thema Finanzen einmal durchweg beschäftigen und danach kann das Buch in den Schrank zum späteren Nachblättern vielleicht noch und mehr muss nicht gemacht werden. Ihr seid ja eine ganz andere Gruppe. Ja? Ihr wollt euch ja mehr damit beschäftigen. Von daher hätten wir es, also wenn wir es nur an unsere Community vertrieben hätten, wenn es nur ein Buch für die Community gewesen wäre, dann hätten wir es einfach das Finanzfluss-Buch genannt und fertig. Ja? Verdienst du weniger, wenn ich das Buch als E-Book kaufe? Wir verdienen auch an E-Books, allerdings weiß ich nicht wie viel. Das ist so eine saukomplizierte Formel, die in unserem Vertrag drin steht. Also am Buch verdienen wir X%, das ist klar. Das alles andere, also es kommt ja, glaube ich, ein Hörbuch im April raus oder sowas, ich weiß nicht mehr. Und E-Books und weiß der Geier was, da gibt es keine Buchpreisbindung, sondern die können zu verschiedenen Preisen angeboten werden. Und wenn du dann zum Beispiel nochmal auf sowas wie Audible kommst, wo dann jemand mit einem kostenlosen, nur mit seinem Abo ein Buch bekommt, also ein kostenloses, also nicht ein kostenloses, aber du hast ja so quasi ein Abo-Modell, dann kriegen wir auch davon einen kleinen Teil und so weiter. Also es gibt ganz viele unterschiedliche Modelle und da verdienen wir mehr oder weniger und es kommt auf verschiedene Faktoren an. Deswegen kann ich es dir nicht sagen. Das rechnet der Verlag aus und dann gibt es einmal im Jahr, beziehungsweise ich glaube bei uns zweimal im Jahr, eine Auszahlung und fertig. Ja, da habe ich keinen Einfluss auf. Von daher kann ich dir leider nicht sagen, ich könnte jetzt in den Vertrag gucken und es nachlesen, aber kaufst, wie du möchtest, als echtes Buch, als E-Book, wie du magst. Mal eine ganz andere Frage, abseits der Zahlen, hat dir das Schreiben Spaß gemacht? Könntest du dir vorstellen, das nochmal zu machen? Derzeit nicht, es ist schon extrem zeitintensiv. Es hat Spaß gemacht, also man durchlebt alle Phasen, ja. Es macht Spaß, es macht nicht Spaß, man hasst es, man liebt es mal und so weiter. Aber da haben wir mal einen ziemlich langen Stream zu gemacht, der auch noch online ist hier auf dem Kanal. Also zum Buch haben wir einen insgesamten Stream gemacht mit Mona und da sind wir, glaube ich, auch darauf eingegangen. Ich habe so das Gefühl, in jedem der letzten Streams, okay, im letzten, wo jetzt Arno mit dabei war, da hatten wir ein bisschen Programm, da nicht, aber zum Beispiel um Weihnachten rum oder im Neujahr habe ich ja auch einen Instagram-Livestream gemacht und immer ist das Thema Buch, Buch, Buch. Es ist so krass. Ich werde auch von so vielen Finanzinfluencern und Freunden und so weiter befragt und also wie das mit dem Buch ist und beglückwünscht und ich habe super viele Mails gekriegt und voll viele Leute, die sich drüber gefreut haben und also es ist schon crazy. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Buch sowas, für uns war das halt so ein Medium wie
wie die anderen, ja, wie ein Podcast, wie ein. Aber es ist scheinbar nochmal viel emotionaler und das interessiert die Leute richtig krass. Es ist, freut mich mega, dass ihr da so extrem drin seid und mit uns mitfiebert und, Ich hoffe, dir hat dieses Überflussvideo gefallen. Wenn du weitere Clips und Videos sehen möchtest, dann schau doch mal hier oder hier. Und wenn du die Highlights aus unseren wöchentlichen Twitch-Streams nicht verpassen möchtest, dann solltest du auf jeden Fall Überfluss abonnieren. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.